Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 25. September 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 703 und ich hab's doch noch geschafft vor 4 Uhr. Die heutigen Themen sind Windows 10, Galaxy Fold, Android Auto, iPad OS und Pocket Casts rudert. Mit Windows 10 starten wir kurz vor dem Surface-Event, was Anfang Oktober stattfinden wird, hat Microsoft neue Zahlen verlauten lassen. Diesmal ging es über Twitter und der Yusuf Mehdi, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus, hat bekannt gegeben, dass Windows 10 nun mittlerweile auf über 900 Millionen Geräten läuft. Microsoft spricht ja schon länger von Geräten und nicht von PCs, da ja grundsätzlich Windows 10 auf verschiedenen Geräten läuft, wie der HoloLens, Xbox und auch anderen Gerätschaften, somit eben Geräten und nicht nur PC, also Computer, die da in der Wohnung rumstauben. Auf jeden Fall schöne Zahl, herzliche Gratulation an Microsoft und weiter so. Für all diejenigen, die sich ein bisschen mehr für Windows interessieren, in der Geek Talk 4319 im großen Mutterformat findet ihr aktuell eine Interviewfolge mit Martin Geuss, denn zusammen mit ihm habe ich eine Sonderfolge aufgenommen, besser eine Interviewfolge zum Thema Windows, seiner Plattform Dr. Windows und all dem Ganzen, was Windows halt so früher getan hat, aktuell tut und auch in Zukunft tun könnte. Sehr, sehr spannende und, wenn ihr mich fragt, sehr gute Folge. Wer sie noch nicht angehört hat, unbedingt mal reinklicken. Link dazu ist in den Shownotes, sofern ihr den Podcast nicht abonniert habt. Weiter geht's mit Samsung. Die haben ja jetzt endlich ihr faltbares Smartphone auf den Markt geworfen. Und ja, wenn man das ein bisschen wirft oder fallen lässt, kann es eben doch mal passieren, dass das Display kaputt gehen kann. Wenn ihr so ein neues Gerät auspackt, kommen da auch ganz viele Warnkleber, Hinweisschildchen und solche Geschichten. Und auch in der Beschreibung steht drin, dass man sorgfältig damit umgehen soll. Sofern aber etwas passiert, hat man zumindest einmalig und auch nur im ersten Jahr die Möglichkeit, das Display für 149 US-Dollar zu reparieren. Wie gesagt, ist nur einmalig und nur beim ersten Mal und nur, wenn man sich das Fold bis und mit dem 31. Dezember 2019 gekauft hat. Somit möchte man natürlich von Seiten Samsung auch dem Kunden ein bisschen die Angst nehmen vor dem fragilen Gerät und auch einen Anreiz schaffen, weil ja, man zahlt ja doch 2149 Euronen, was irgendwie auch sehr viele Schweizer Franken sind. Genau. Weiter geht's mit Google. Wir bleiben quasi im Territorium. Android Auto, das kennt ihr sicherlich, ist das Pendant zu Apples Apple Car System, wo man einfach ein bisschen Multimedia-System, die Möglichkeit von Telefonaten, SMS und Siri respektive Google Assistant hat und so weiter und so fort. Und ja, da gibt's einen Nachfolger, das nennt sich Android Automotive. Google hat bemerkt, dass sie zu wenig Daten damit bekommen und wahrscheinlich das Ganze nicht monetarisieren können. Deshalb muss man da ein bisschen weiter reingehen. Doch ja, wie es halt so bei Google ist, man ist datenhungrig, extrem datenhungrig und das wird gewissen Herstellern zu viel. Es gibt welche wie General Motors und wer war da noch? Irgendwas, glaube ich, Mitsubishi, Renault, Nissan etc. Die steigen da voll drauf ein und geben Google die ganzen Daten und das heißt eben vor allem alle Daten, die so ein Auto ermittelt und bieten dafür ein Ökosystem, das man auf seine Autos klatschen kann. Das möchte nicht ein jeder und gestern durfte ich ja schon mal einen Deutschen loben, heute darf ich es wieder tun. Die VW-Gruppe ist einer dieser, die das nicht machen möchte. Sie werden in Zukunft neben Android Auto ein neues Betriebssystem entwickeln. VWOS heißt das jetzt mal so im internen Namen vorerst. Und da werden sie für ihre ganzen Marken, die sie noch so unter sich haben, da gehört unter anderem Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Bentley, Man, Scala und so weiter, hört irgendwo bei Ducati auf.
ein eigenes Betriebssystem zusammenklöppeln. Aktuell sind da über 10.000 Mitarbeiter dran und ab 2025, also wir sprechen da noch ganz stark von Zukunft, soll das Ganze dann auch in die Autos kommen. Grundsätzlich finde ich es nicht verkehrt und grundsätzlich ein bisschen schon, weil ja, zu viel Diversität gibt dann auch wieder Probleme, aber wir werden sehen, was sich grundsätzlich und sowieso durchsetzt. Des Weiteren, seit gestern Abend um 19 Uhr könnt ihr euch iPadOS runterladen. Wer ein iPad besitzt und da keine Beta aufgespielt hat, bekommt jetzt endlich das große neue Update mit den ganzen neuen Funktionen. Schaut mal in die Shownotes, da haben wir einen Beitrag und ein Video drin verlinkt, das euch ein paar der Funktionen, paar wenige davon bietet. Auch haben iPhones und iPod Touches Updates auf die 13.1 bekommen. Die Apple TV bekommt auch ein Update und. Also gestern war wieder mal großer Update-Tag bei Apple. Zu guter Letzt gibt's noch eine kleine Korrektur. Ich glaube, es war letzte Woche die Meldung, dass Pocket Cast kostenlos sein wird oder genutzt werden kann. Und dass die Lifetime-Abonnenten zurückgestuft auf ein dreijähriges Abo wurden. Und da gab es einiges an Feedback und Rückmeldungen von eben den sogenannten Lifetime-Nutzern. Die fanden das nicht ganz so cool. Da ist jetzt Pocket Cast zurückgerudert und bringt 99 Jahre Pocket Cast Premium für all diejenigen, die vorher Lifetime-Kunden waren. Kann man machen. Ist sicherlich nicht der verkehrte Weg, um die Kunden, die einen schon seit langem unterstützen, auch mal Danke zu sagen und was zurückzugeben. Wer sich da genauer einlesen will, Link zu dem und allen anderen Themen wie immer in den Shownotes oder auf daily.geektalk.ch zum Nachlesen. Euch einen schönen Tag und startet gut in den Tag. Seid erfolgreich und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.